Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Alle Corona-Ampeln wieder auf grün. Fußball-EM startet und Lauterbach für schnelle Kinderimpfungen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 11. Juni. In Berlin gibt es 90 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Freitag hervor. Aus den Daten ergeben sich 1794 aktuell aktive Virusfälle in der Stadt. Die Corona-Ampel der 7-Tage-Inzidenz springt zurück auf grün. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet nur noch 16,6 Berliner infiziert. Zum letzten Mal auf grün standen alle drei Corona-Warnampeln am 18. September 2020. Die Fußball-Europameisterschaft 2020 startet am heutigen Freitag um 21 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien. Ursprünglich sollte das Turnier schon im vergangenen Jahr stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Das deutsche Team von Trainer Joachim Löw muss sich allerdings noch etwas gedulden. Das Auftaktduell Deutschlands gegen Weltmeister Frankreich findet am kommenden Dienstag statt. Wirtschaftssenatorin Ramona Popp hat die Berliner mit Blick auf die startende Europameisterschaft aufgefordert, die Möglichkeiten der Stadt zu nutzen, um mit Freunden und Familie das Turnier mit Abstand und an der frischen Luft zu genießen. Die Absage der traditionellen Public Viewing Fanmeile am Brandenburger Tor begrüßt Popp allerdings weiter. Die große Fanmeile wäre in diesem Jahr das falsche Signal gewesen. In Berlins 6 Corona-Impfzentren werden ab sofort digitale Impfpässe für zweifach Geimpfte ausgestellt. Auch nicht in Impfzentren Geimpfte können den digitalen Impfnachweis bekommen. Sie können ihn sich ab Montag in Apotheken und Praxen ausstellen lassen. Der digitale Pass ist eine freiwillige Ergänzung zum normalen gelben Impfheft. Die digitale Variante soll beispielsweise Reisen innerhalb Europas vereinfachen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat vor einer drohenden Corona-Infektionswelle bei Kindern im kommenden Herbst gewarnt. In dem Zusammenhang hat er zudem auf ein höheres Tempo bei den Impfungen gepocht. Laut Lauterbach werde man ansonsten bei normalem Regelbetrieb nach den Sommerferien ohne Impfungen viele infizierte Kinder in den Schulen haben. Im vergangenen Jahr war neu gekauftes Wohneigentum im Schnitt um 41% billiger als die entsprechenden Mietpreise. Das geht aus einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Aus den Daten geht ebenfalls hervor, dass Berliner vermehrt nach Eigentumswohnungen suchen. Im Vergleich der Monate April im Jahr 2020 und 2021 stiegen die Kontaktanfragen auf der Plattform ImmoScout24 um 72% an. Die Bewohner des teilbesetzten Haus in der Rigaer Straße 94 wollen die geplante Brandschutzbegehung des Gebäudes gerichtlich verhindern. Ein entsprechender Eilantrag ist bei den Gerichten schon Anfang der Woche eingegangen. Kürzlich wurde bekannt, dass die Brandschutzbesichtigung am 17. und 18. Juni stattfinden soll. Die Rigaer 94 gilt als ein Zentrum der linksradikalen Szene in Berlin. Der Bundesverband Netzwerke von Migrantinnenorganisationen, kurz NEMO, hat anlässlich zum kommenden Weltgeflüchtetentag am 20. Juni menschenwürdige Ankunftsorte und mehr Perspektive auf gesellschaftliche Teilhabe für Flüchtlinge gefordert. Zu dem Netzwerk NEMO gehören rund 800 verschiedene lokale Vereine in ganz Deutschland. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hickel hat die wichtige Arbeit der Vereine beispielsweise auch im Stadtteil Neukölln hervorgehoben. Beispielsweise im Bezirk den Migrationsbeirat mit vielen Migranten-Selbstorganisationen, wo wir sicherlich auch immer die Menschen näher an Politik heranführen wollen, aber auch den Beirat vor allem auch zu Rate ziehen, wenn wir neue Vorhaben in die Pipeline bringen. Und da sicherlich ist diese Professionalisierung über den Bundesverband ein echtes Pfund und ein echter Gewinn für die Menschen hier im Bezirk und für die Vereine im Bezirk.
Das Berliner Musikfestival Fête de la Musique wird am 20. Juni mit einem Live-Konzert vor Publikum eröffnet. Geplant ist das Konzert in der Arena in den Gärten der Welt in Marzahn. Auftreten werden unter anderem die Vokalhelden der Berliner Philharmoniker. Wie im vergangenen Jahr wird der Großteil des Festivals allerdings trotzdem überwiegend als Online-Event mit Livestreams stattfinden. Und damit zu den Wetteraussichten. Die Nacht zum Samstag wird überwiegend dicht bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 17 Grad. Nach morgendlichen Regenschauern erwartet uns am Samstag ein Mix aus Sonne und Wolken bei Höchsttemperaturen von 21 Grad. Sonntag wird es den ganzen Tag über bedeckt und trocken bei Temperaturen von ebenfalls 21 Grad. Am Montag steigen die Temperaturen dann wieder etwas an und am Himmel sind weniger Wolken zu sehen. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen ein schönes Wochenende und bis Montag.